Ja, hier ist er wieder, euer Bogelcut. Ich bin hier mit einem Schlachtschiff unterwegs, und zwar mit der South Carolina. Das ist ein amerikanisches, der Stufe 3 oder Level 3 oder Tier 3, ganz wie man es sagen mag. Und der Modus hier ist Herrschaft auf der Karte Neuer Morgen. Jedes Team hat zwei Flugzeugträger, zwei Schlachtschiffe. Das einzigste, unsere Flugzeugträger sind zwei Tier 4er, und zwar die Langleys. Ich weiß, die haben zusammen maximal nur 4 Geschwader an Bord. Und beim Gegner ist es einmal die Hoshu oder Hoyo oder Hoshu. Und die hat meines Wissens schon 3 Geschwader an Bord. Also von daher, die feindlichen Flieger sind in der Überzahl. Da müssen wir mal drauf achten. Und hier haben wir natürlich einen Kameraden am Start, der ballert wie wild. Der trifft zwar alles, aber nicht den Gegner, weil er noch gar keinen Gegner sieht. Aber es ist halt so. Ja, dieses Schlachtschiff im Gegensatz zu dem japanischen Video, das ich euch vorgestellt habe, hat ein großes Vorteil an sich. Und zwar schießen seine Geschütze hier 11,2 Kilometer weit. Also da kann man schon mal ordentlich was austeilen. Ja, da ein Jagdflieger, da ein Jagdflieger, wie es aussieht. Das ist nicht so schön. Da wird mein Team Probleme bekommen. Wie es aussieht, konzentriert sich der Gegner hier auf die Mitte. Na, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier eine ordentliche Position finden. Weit weg von den feindlichen Fliegern, aber trotzdem noch auf den Gegner wirken können. Und nichts überstürzen. The enemy team has taken the lead. Ja, jetzt ist natürlich von der Insel der große Berg im Weg. Die Reichweite reicht auch noch nicht ganz. Aber ich hoffe doch, im Laufe des Gefechtes komme ich doch wirklich mal dazu, den Gegner richtig zu bearbeiten mit meinen Geschützen. Und ich würde auch erstmal bei den Gegnern, die ich so sehe, Kreuzer, Zerstörer, erstmal auf HE-Geschosse setzen. Nach dem Motto, lieber eine HE-Granate, die durchs Deck schlägt und im Schiff explodiert, als ein panzerbrechendes Geschoss, das vorne rein und hinten raus fliegt, ohne viel Schaden zu machen. Na, ich feuer noch nicht. Nicht, dass ich am Berg hängen bleibe. So, ein bisschen beidrehen, damit die hinteren Geschütze auch wirken können. Und nachladen und Feuer frei auf dem Kreuzer, sag ich mal, ne? Wir wollen hier Damage, Damage, Damage. Na, rundrum eingeschlagen, zu kurz, zu weit. Das heißt Streuung. Und da sind wir getroffen worden. Das gibt's doch nicht. Ich sehe auch noch Torpedos.
Also lenken, 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 lenken. Und einfach hoffen, dass wir drumherum kommen. Tja, da schieße ich auch noch zu kurz. Na super, da hinten ist auch noch ein Zerstörer. Bis jetzt habe ich mich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Und da kommen wieder Torpedos. Und einfach hoffen, dass es reicht. Und ich muss ihn doch mal hier ordentlich eine Breitseite verpassen. Das muss doch mal gehen. Der ist so dicht dran. Und bevor auch der Zerstörer an unsere Flugzeugträger rankommt, will ich ihn down haben. Egal, was ich hier an Schaden kassiere. Burn, Baby, burn, sprich brennen. Dann gehst du auch unter, ist meine Hoffnung. Ja, da haben wir ihn zerstört. Und nicht einlenken. Enemy Destroyer sunk. Ja, Torpedos, alles was er hat, noch auf mich. Und ich kassiere nur noch einen, Gott sei Dank. Ja, einen Wassereinbruch habe ich. Das ist nicht so schön, aber was soll's. In Kürze kann ich es reparieren. Und dann macht das Schiff auch ein bisschen mehr Fahrt wieder. Was ich da sehe, hat ein Gegner, sprich ein Flugzeugträger, verdammt viele Jagdflugzeuge am Start. Das bedeutet, ich habe gar nicht so die Gefahr durch Torpedoflieger. Es gibt welche, aber weniger, als man das sonst vermuten würde. Da ich jetzt nach hinten geeilt war, um die Flugzeugträger noch mit zu verteidigen, brauche ich natürlich jetzt eine Weile, bis ich an einen möglichen Gegner rankomme, an einen möglichen Feind. Naja, so ist das nun mal. Aber wir gewinnen gleich, weil wir 1000 Punkte voll haben. Und damit kommen wir gleich zur Auswertung. Es ist nun kein Meisterwerk geworden mit 59.655 Kreditpunkte und nur 1.198 Erfahrungspunkte war ein einfaches Gefecht und 58 freie Erfahrungspunkte, 9 Treffer, 4 davon waren kritisch, 2 Schiffe versenkt, einmal angesteckt. Und wo komme ich bei den Punkten hin? Ja, Mittelfeld, also ich habe mich nicht mit Ruhm bekleckert. 799 Punkte nur, aber ich habe 2 Schiffe versenkt. Und HE-Granaten 9-mal getroffen, 5625 Schaden gemacht, Durchbrand 717. Dann meine Sekundärbewaffnung hat auch nochmal 429 Schaden gemacht. Das sind automatische Geschütze, die das Feuer dann auch noch aufnehmen, wenn der Gegner in Reichweite kommt. Und ehrlich gesagt, das ist kein schönes, gutes Video, aber ich habe schon so viele Punkte auf diesem Schiff, dass ich jetzt einfach sage, die Nachfolger freischalten, kaufen und diesen verkaufen. Was soll's? Das ist halt ein Video, wo ich sagte, jedes Schiff versuche ich euch einmal vorzustellen und dann soll's das gewesen sein. Also, wenn ich dann irgendwann mal die dicken, fetten Schiffe habe,
Dann versuche ich auch mal richtig gute Spiele euch nur noch zu zeigen. Aber jetzt heißt es forschen, forschen, forschen und weiterklettern. Gut, damit möchte ich mich verabschieden. Tschüss, euer Burkhard.